So, wollen wir mal eben schnell gucken. Ah, siehst du? Das war ein Brief von einem Abonnenten. Seht ihr mal, deswegen, das wollte ich jetzt nicht. Ja, aber du hast jetzt schon wieder 5 Stück bekommen. Ist das nicht schön? So ist das. So bin ich zu deinen Kühen, mein Guter. Ja, und weil ich jetzt nicht weiß, ob das ihr oder ihm recht ist, lasse ich jetzt die Post einfach mal offen stehen und werde es dann bei der Aufnahme, wenn ich sie beende, einfach mir durchlesen und dann auch antworten, im besten Fall. Ich glaube, bisher habe ich wirklich auf jede Post geantwortet. Wobei ich auch schon mal die Mitteilung bekommen habe, so, hallo, warum reagierst du denn nicht? Und irgendwie war dann das Postfach dann so total voll gestopft. So, ich glaube, hier sollten wir erstmal ein bisschen uns einen Weg freischaufeln. Ach, die werfen hier mit irgendwas, was kalt macht anscheinend. Ach, die arme Schei. Ihr ist kalt, ihr ist heiß, sie ist verkrüppelt, sie verblutet. Ah, die hat auch alles, die Gute. So, da hinten ist die letzte gestohlene Kuh, die wir uns schnappen können. Was ist denn das für ein Ding hier in der Mitte überhaupt? Ein Riesenkatapult? Tribuget. So. Hallo Kuh, mir ist auch alles total egal, was hier vonstatten geht. Ich möchte einfach nur dich nach Hause bringen. Ja. Geil, du Armes. So, schmeiß mal ein paar Separatisten um. Ah, wow, so schnell konnte man jetzt gar nicht da rausspringen. So, jetzt ist hier rausgelaufen aus der Ruine. Mensch, die kennen ja aber Wege, oder? Was? Die Kühe? Die wissen ganz genau Bescheid, wo es hingeht. So, wenn du nicht so zickzack laufen würdest, dann wäre es auch alles ein bisschen einfacher, meine arme kleine Kuh. So, ein bisschen Abstand halten, dann kommen die auch nicht. Ah, die läuft ganz schön weit wieder. Aber wer weiß, wann die wieder stehen bleibt. Ah, jetzt, genau. Gut, dann harren wir der Dinge, die da kommen mögen. Ah, da oben. So. Ich wurde übrigens mal gefragt, warum ich noch nie WoW gespielt habe. Weil das ja das MMO der MMOs ist. Und ich hab's mal getestet. Da kam das ziemlich frisch raus. Also viele Leute sind, viele Leute sind damals von Daok zu WoW rübermarschiert. Viele kamen wieder zurück. Und als dann der Release kam, da gab es die Möglichkeit irgendwie, ich glaube, das war in dem Spiel, also wenn man sich das Spiel gekauft hat, da gab es da so einen Key von wegen, hier, lad deine Freunde ein für 7 Tage oder irgendwie sowas. Und da hat mir dann ein Freund den Key gegeben und dann habe ich den irgendwann mal aktiviert. Und ich glaube, ich habe nicht mal die 7 Tage gespielt. Ich glaube, ich habe irgendwie 3 Tage oder so gespielt. Und fand es halt einfach nicht so interessant. Für mich war das halt komplett was anderes gewesen, weil ich es nicht gewohnt war, tatsächlich Aufgaben zu erledigen, um Erfahrung zu bekommen. Das fand ich total blöd. Das war absolut nicht meins, weil bei Daok war das halt einfach so, dass man einfach anhand der Massen von Gegnern, die es dort gab, hat man gelevelt. Und es gab keine Aufgaben zu erledigen. Man hat einfach immer, man war in einer Achtergruppe, hat einen Haufen Mobs gepult und die dann kaputt gemacht. Juhu! Und dadurch hat man dann einfach gelevelt. Und diese Aufgaben zu erledigen, war für mich so vollkommener Quatsch. Warum auch immer, ich weiß es nicht. Ich skill einfach mal hier unten rein. Wir holen uns bald mal ein Buch und machen das hier alles richtig. Das war für mich so ein Quatsch gewesen irgendwie, dass ich das ganze Spiel total doof fand. Auch Herr der Ringe fand ich am Anfang deswegen blöd, weil ich es halt einfach nicht gewohnt war. Und irgendwie war ich damals noch nicht so offen gewesen für solche Dinge. Da gab es irgendwie nur Daok in meinem Kopf und ich habe alles damit verglichen und die Spiele nicht eigenständig gesehen und so weiter. Kann das sein, dass das hier irgendwie vielleicht ist, die letzte Sehenswürdigkeit oder so? Das ärgert mich jetzt. Da ist sie! Da ist sie, da ist sie. Dann porten wir da schnell hin und holen sie. Dann haben wir die Karte erledigt. Ohne, dass ich jemals irgendwo nachgeguckt habe. Menschenskinder, ich bin ja ein bisschen stolz auf mich. Na jedenfalls, weil ich halt immer irgendwie alles, wie gesagt, mit Daok verglichen habe und so weiter. Und ich hätte auch, glaube ich, Herr der Ringe nicht gespielt, wenn es nicht Herr der Ringe gewesen wäre. Weil ich einfach das Universum toll finde, weil ich die Bücher liebe, weil ich die Filme liebe, weil ich alles drumherum um Mittelerde einfach total interessant und toll finde. Und einfach, weil dort das Rollenspiel so wahnsinnig groß geschrieben worden ist und weil ich einfach die tollste Gilde der Welt hatte. Und deswegen
fand ich das halt einfach toll. Nicht mal vom Spielprinzip her und alles, sondern halt wirklich wegen der Leute drumherum, wegen dem ganzen Universum drumherum, weil es unglaublich liebevoll gestaltet war, wie ich fand. Und man hat halt wirklich das Gefühl gehabt, in Mittelerde zu sein. Und so die Aufgaben drumherum, da habe ich mich sehr lange sehr schwer mitgetan. Aber irgendwie, ja, wurde es dann halt, war dann halt einfach so, dass man das so machen musste. Und dann habe ich mich halt irgendwann dran gewöhnt. Ja, und am Anfang aber fand ich das total doof. Und deswegen hat mir WoW damals auch nicht gefallen. Auch grafisch nicht, dieser Comic-Stil, das ist ja immer so, ja, die einen sagen, nö, sieht total kindisch aus und so. Aber mir hat es halt einfach nicht gefallen. Jetzt nicht, weil es irgendwie kindisch aussieht oder so, sondern weil es mir halt einfach nicht, mir hat es halt einfach nicht gefallen. Ja, so. Und deswegen habe ich es halt dann auch nicht gespielt. Irgendwann später hatte ich dann, glaube ich, nochmal einen Test-Account. Ein paar Jahre später, wo muss ich denn hier hin? Ein paar Jahre später, und da habe ich mir gedacht, naja, gibst du dem Spiel nochmal eine Chance? Müssen wir hier irgendwo hinein, in irgendeine Höhle oder so? Gibst du dem Spiel halt nochmal eine Chance, probierst es halt nochmal aus, aber ja, wie gesagt, das war halt einfach nicht meins und das ist auch immer noch nicht meins. Und deswegen spiele ich es halt nicht. Das hat jetzt keine besondere Bewandtnis. Ich finde es halt einfach nicht so interessant. So, müssen wir hier. Wunderbar. Das haben wir ja schon ganz, ganz toll erledigt. So, da möchte ich nicht hin. Das ist dieses Flamme-Frost-Dingsbums-Event. Mal gucken, was wir hier Schönes bekommen haben. Ah ja, ich nehme einfach erstmal alles an. So, und dann gucken wir mal in unser Inventar. Nicht identifizierte Farbe, Bleisilber. Mhm, okay. So, dann machen wir hier mal die Dinger auf. So, dann lagern wir wieder einiges ein. Ach, hier haben wir auch noch ein paar Dinger. So, oh, das freut mich gerade total, dass wir die Karte beendet haben, ohne nachgucken. Ach, schön. So, was haben wir hier? Der ist Murks. Das Schwert taugt auch nischt. Das kommt auch weg. Das kommt auch weg. Ja, nö, taugt auch nischt. Weg, weg. Ich ordne das dann immer so total doof, ne? Aber dann weiß ich halt einfach, dass ich das hinterher so alles hintereinander weg. Ah, was haben wir hier? Moment. Ja. Doch, das nehmen wir mal. Und dann kann das hier weg. Das kann auch weg. Was ist das? Eine Kuhleckerei. Ach so, okay. Das kommt hinterher irgendwann mal ins Bankfach. Was haben wir hier? Ach so, das ist Rüstungsklasse, nicht von eurer Klasse verwendbar. Ach, das ist Mittel. Okay, jetzt habe ich es geschnallt. Das ist schwer, aber schlechter als das, was wir haben. Und das ist besser. Das ist unsere Unterwasserwaffe. So, und dann zerlegen wir hier mal so ein bisschen vor uns hin. Ja, und haben schon wieder nichts mehr. Na? So, da müssen wir uns auch wahrscheinlich bald wieder ein neues Werkzeug holen. Huch, das kann man nicht zerlegen. Okay. Dann halt nicht. Das hier kann man auch nicht zerlegen. Okay. Ja, ich bin mir sicher. Da werde ich nicht gefragt. Hier bin ich mir auch sicher. Ja. Und das geht auch alles nicht. Was ist das? Ach so, das war von diesem komischen Dingesbums. Ja, prima. Dann, eine Sekunde. Das kann weg. Das kann weg. So, entschuldigt bitte. Das ist nicht so spannend. Aber das muss ja auch mal sein zwischendurch. Und was haben wir hier? Ach, das sind die Sphären. Ach, wollen wir vielleicht doch nochmal dahin gehen? Ein letztes Mal. Heute ist, glaube ich, der letzte Tag. Seid gegrüßt, Reisende. Der Club der Exploratoren Tyrias hat vernommen, dass ihr auf dem Diessa-Plateau zu einem wahren Helden geworden seid. Gut gemacht. Die Zeiten sind nicht einfach, aber ihr habt das Beste daraus gemacht. Wir sehen gespannt weiteren Berichten eurer Reise entgegen. Viel Glück, Club der Exploratoren Tyrias. Okay. So, wisst ihr was? Wir porten jetzt tatsächlich nach Ratasum. Ihr schreibt mir jetzt mal hin, wo wir als nächstes hingehen könnten. Ich glaube, einmal habt ihr mir schon mal was gesagt. Blutstromküste oder sowas. Ja, können wir gerne hingehen. Ich weiß zwar nicht, wo die ist, aber ich glaube, ich war da schon mal. Ich bin mir nicht sicher. Probieren wir dann einfach mal aus.
Und ich würde sagen, dann nehmen wir einfach noch mal ein bisschen die Adventure-Box mit, die hoffentlich noch da ist, weil heute ist ja, zum Zeitpunkt der Aufnahmen, ist ja noch der 30. April. Und deswegen, wo ist denn? Und deswegen hoffe ich einfach, dass es noch da ist. Ja, da vorne steht das Türchen, glaube ich. Und dann nehmen wir das einfach noch mal mit, weil einige von euch wollten es ja noch mal sehen. Andere haben gesagt, nein, jetzt haben wir wieder ein paar Tage ganz normal gelevelt. Und deswegen denke ich, können wir das hier ruhig mal machen. Und hopsen noch mal hinein. So, juhu, jawohl. Und dann können wir ja jetzt mal einfach das andere ausprobieren. Weil beim letzten Mal haben wir ja das mit diesen Wolken da immer gemacht. Wir sind zu der Wolke gegangen, die uns dann geportet hat. Und jetzt können wir ja mal durch diese Tür gehen. Ah, ich liebe diesen Bildschirm, ne? Das ist so genial. Ich hoffe wirklich, dass da noch mehr von kommt, von dem Zeug. Da haben sie sich wirklich was Schönes haben einfallen lassen. So, hallo. Wie ging denn das hier nochmal? Müssen wir da interagieren? Nee, wir müssen hier mit dem sprechen. So, prima, genau. So, und dann wollte ich hier, ne? Wir waren ja immer bei dem gewesen, aber jetzt können wir doch mal hier durch die Tür gehen. Ich weiß nicht genau, was dann passiert. Ach so. Stimmt für die Zone, in der ihr spielen möchtet, eure Gruppe wird dorthin teleportiert. So, ich mache einfach mal Zone 1. Ich hoffe, dass das geht. Jawohl, sehr schön. Danke, dass du zum Picknick erschienen bist. Ach, das kennen wir doch schon, oder? Das kann man aber, glaube ich, nicht wegmachen. Das brauche ich ja gar nicht nochmal vorlesen, wenn wir es schon kennen. Die Prinzessin mal wieder, die entkommen ist. Ist es eigentlich Peach oder ist es Daisy? Wer weiß es so genau? Ach, wie genial. Also das ist wirklich eine Sache, die mir großartigen Spaß bereitet hat. Ich finde das ziemlich schade, dass es nicht accountgebunden ist, sondern tatsächlich charaktergebunden. Vielleicht kann ich die Sphären, vielleicht hätte ich die dann auch irgendwie rübergeben können an meinen anderen Charakter, das weiß ich nicht. Das habe ich nicht probiert, das wäre vielleicht wirklich gegangen. Naja, was soll's. Ach, hier so ein bisschen Zelda-mäßig irgendwie auch angehaucht, ne? Total genial. So, wir beginnen unsere Reise auf der sonnigen Lichtung, voller Zuversicht, sie zu finden. Jetzt ist halt die Frage, ist das genau dasselbe wie das, was wir schon gemacht haben? Ja. Aber ohne Hilfe, wie wir sehen. Also hier sind keine Hände, die uns den Weg weisen. Was natürlich eigentlich auch ganz cool ist, ne? Aber ich glaube, zum Einstieg war es schon ganz gut gewesen, dass wir das so gemacht haben. Dass wir da so ein bisschen den Pussy-Modus gespielt haben. Ich weiß doch gar nicht mehr so genau, wo wir hingehen mussten. Beziehungsweise habt ihr mir doch, glaube ich, gesagt, dass hier irgendwo am Anfang an dem Wasserfall eine Kiste war, da hinten. Und da liegt ein Schlüssel, genau. Vielen Dank für den Tipp. Ich weiß leider nicht mehr, wer von euch mir das gesagt hat. Aber dann gehen wir da jetzt mal hin und öffne mal diese Kiste da, hoffentlich. Mal schauen. Aufheben. Geht das jetzt hier irgendwie? Ah, okay, was haben wir hier? Angreifen? Nee, freischalten. So, mal gucken. Ah, oh, wie cool. Sehr schön. Ja, eine Sphäre, ne, die wir quasi umsonst bekommen haben. Warum nicht? Sehr schön. Coole Sache. Ach, da ist auch der Picknicktisch. Konnte man da eigentlich irgendwie ein paar Sachen mitnehmen? Nee, ne? Oh doch, aber da passiert wahrscheinlich nicht viel. Da könnte man wahrscheinlich hingehen, wenn man angegriffen wird. Und wenn man dann Essen braucht, damit das Leben sich hier wieder ein bisschen auffüllt. Ja, eine super Idee auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich glaube, mir wurde geschrieben, dass das Event wohl dann irgendwann mal wiederkommen soll. Ich hoffe es zumindest. Ach, guck mal, doch, da haben wir doch eine kleine Hilfe. Ich hoffe es zumindest, weil ich glaube, der Community hat das wirklich wahnsinnigen Spaß gemacht. Ich habe eigentlich keinen erlebt, der gesagt hat, das ist voll doof oder so. Ich glaube, die Leute fanden das halt alle ganz witzig. Und es ist einfach eine schöne Sache. Also es ist einfach echt eine coole Sache. Nehmt sich selbst so ein bisschen auf die Schippe, wie ich finde, ja, damit. Und das macht einfach Laune. So, hallo Affe. Uah, nein, Hilfe. Da habe ich zu spät reagiert. Wie so häufig. So, hallo Äffchen, schmeiß mal. So, genau. So, und jetzt. So, prima. Ah, der hat jetzt eine Sphäre und keine Sache, die mich... Ah, nein, da wollte ich nicht hin. Das war falsch. Komplett falsch. Mitten im Sprung sich umentscheiden ist eine doofe Idee. Der hat auch nur eine Sphäre. Also was natürlich gut ist, aber ich hätte gerne was zu essen, damit ich mein Leben wieder aufladen kann. Hallo Schlange. So, wir springen einfach mal drüber.
So, hubala. Oh nein, oh nein. Oh nein, oh nein. Ah, nein. Guck mal, die Sphäre da, die da rumschwirrt. Die hätte ich jetzt gerne noch eingesammelt. Na, was soll's. Jetzt haben wir wieder volles Leben, immerhin. So. Hier, die wollte ich auch einsammeln. Ah, Mist. Das hat nicht ganz so geklappt, wie gehofft. So, aha, schön, die ist noch da, die kann man noch einsammeln, das ist prima. So, ich wollte euch jetzt hier nochmal kurz was zeigen, wenn man hier reingeht und den Laden auseinander nimmt. Guckt mal, was dann ist, kann ich das hier einfach so zerschlagen. Ich muss das aufheben und zack. Ja, macht's kaputt, ich habe das Teil schon immer gehasst. Ich wollte euch einfach mal zeigen, was der Ladenbesitzer dann so von sich gibt, das ist total lustig. Ja, manchmal sagt er auch noch ein paar mehr Sachen. Jetzt ist ja natürlich ein Stück Käse, den wir nicht mehr gebrauchen können, weil wir ja eh volles Leben haben. So, wir heben nochmal auf. Okay, passiert nichts weiter. Dann gehen wir einfach wieder hinaus und schauen mal, was uns dann erwarten mag.